Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da mit einem neuen Türchen und zwar dem Türchen Nummer 8. 4 plus 4, das war einfach, liebe John. Das hast du gut gemacht, weil du ja jetzt sicherlich mitbekommen hast, dass am frühen Morgen Mathe nicht so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Ich habe hier schon wieder ein Joghurt-Fruchtbiskuit, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon ein bisschen abgenommen. Ich habe den immer noch nicht probiert. Ich heb mir den echt auf, glaube ich, für meinen Cheat Day. Manche werden das vielleicht von euch kennen, dass wenn man dann eine Zeit lang auf Zucker und Süßes verzichtet und ich versuche auch ein bisschen weniger Kohlenhydrate wieder zu essen, dass man dann einen so einen Cheat Day hat, wo man, ja, ich sag mal, viele eskalieren da halt total. Das habe ich auch gemacht, als ich das Zero gemacht habe. So extrem eskaliert, aber es reicht ja auch schon, wenn man sich ein super schönes Frühstück halt gönnt und dann vielleicht zum Mittag halt irgendwelche Kohlenhydrate und dazu einen Nachtisch. Aber jetzt wollen wir erstmal hier zu den Päckchen kommen. Was haben wir denn hier? Das sind diese Journal Cards, glaube ich. Project Life. Jetzt bin ich drauf gekommen. Project Life. Und dazu sind hier noch so passende Stanzteile. Dann haben wir hier, was ist denn das? Karten. Dann haben wir hier ausgestanzte Buchstaben sowie Fotoecken und einen Rahmen. Also mehrere Rahmen. Das ist ja cool. Also ich habe bis jetzt noch gar nicht so Project Life gemacht, aber ich werde das hier mit mal anfangen, weil. Ja, das ist ja sozusagen ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und ich hatte mir vor Ewigkeiten von DM mal so ein Fotobuch gekauft, auch mit so extra Folien, wo dann kleine Abschnitte dann waren. Und ja, das habe ich irgendwie nie gemacht. Und Fotos verschwinden sonst immer, ja, auf dem PC meistens. Und man schaut sie sich nie wieder an. Und das ist jetzt mal die Gelegenheit, das zu benutzen und mal ein paar schöne Fotos auszudrucken und als Erinnerung dann in so ein Buch zu machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wie du siehst, ich habe schon wieder eine Idee, was ich damit machen kann. Mensch, läuft bei mir, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wie immer sehen wir uns morgen bei Türchen Nummer 9. Tschüss, ihr Lieben.